herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Wir zeigen euch heute das Set Duell der Superhelden von DC Comics Super Heroes. Das Set hat 92 Teile, ist von 6 bis 12 Jahre die Altersempfehlung und ist die Nummer 76044. Und es kostet 14,99. Genau. Also das sind teuer, aber die Minifiguren sind. Die Minifiguren sind halt richtig geil. Wir gucken auch nochmal hinten drauf. Da sehen wir dann auch Batman und Superman. Batmans Augen können dementsprechend dann auch leuchten, wenn sie in der Nacht. Also genau. Man muss die so praktisch aufladen. Wir haben auch hier wieder einen Super Jumper, der dann springen kann. Mit einem bestimmten Teil, was wir dann im Review dann nochmal sehen werden. Ja. Genau. Und ich freue mich schon sehr auf den Aufbau. Batman finde ich hier auch in einer sehr coolen Version. Hier. Da. Nochmal gezeigt. Genau. Ich habe Batman vs. Superman nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Genau. Aber vielleicht haben es welche von euch gesehen und ihr wisst es, schreibt es in die Kommentare. Genau. So, und ich würde sagen, wir packen das Set dann mal aus. So, wir sehen hier schon erste Tüte und wir sehen hier auch eine extra Pappe, genau. Eine zweite Tüte, keine Aufkleber, und dann oder? Dieser Super Jumper. Doch, wir haben, nein, haben wir nicht. Wir haben einen Aufkleber. Hier nochmal gezeigt. Und eine von diesen Platten. Und hier, ich habe den Super Jumper gefunden, da... Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist so ein durchsichtiges Teil. Genau. Wir werden es im Video genau zeigen. Genau. Dann haben wir hier die Anleitung. Das ist eine große Anleitung. Ja. Wir sehen schon. Relativ dick. Das sieht auch länglich. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon. Oh. Das Set hat. Das Set. Die Anleitung. Die Anleitung. Hat. Wie viele Seiten? 29 Seiten, 32 Bauschritte. Ja, also ich freue mich schon sehr, das Set aufzubauen und wir sehen uns dann gleich beim Review. So, jetzt nochmal, bevor wir mit dem Review weitermachen, wollte ich noch sagen, wir haben jetzt im Hintergrund irgendwo Luke Skywalker versteckt und den könnt ihr finden. Und wenn ihr ihn findet, dann schreibt ihr es einfach in die Kommentare. Wo ihr ihn gefunden habt, natürlich auch. Und ihr könnt ihn auch noch in den nächsten Videos von der ersten Haul finden. Danach wird er aber woanders versteckt sein. Ja, also er ist jetzt bei den Sets von der ersten Haul ist er immer an der gleichen Stelle. Genau. Und später, also ihr könnt euch, wenn ihr nicht wisst, welche Sets in der Haul waren, könnt ihr euch die Haul angucken. Dann wisst ihr, wo Luke Skywalker ist, wenn die Sets von der Haul. Ja. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit dem Review. Ja, und zwar haben wir hier das Set Duell der Superhelden. Ja, wie schon im Unboxing gesagt. Genau. So. Hops. Da ist gleich mal Superman runter. Umgefallen. So. Wir fangen mal mit den Minifiguren an. Ja. Wir haben hier Superman. Übrigens auch mit einem drehbaren Gesicht beide. Mhm. Einmal mit den Laseraugen. Und hier nochmal ganz normal. Ja. So. Dann kommen wir zu Batman. Hier. Der hat das schön gepanzert und hat ja auch so eine Pistole, die kennt ihr wohl alle von Star Wars Set. Oh, und die drauf schießt. Ja. Dann ist genau. Das Ding weg. Ja. So, dann können wir hier auch nochmal den Kopf umdrehen. Sieht übrigens so der Kopf aus, das wissen ja viele nicht, weil die Maske ja da drüber ist. So. Und so können wir ihn dann auch umdrehen. Und dann guckt er wütend. Genau. So. Ja, der hat auch dann ganz besonders. Zubehör, ne? Hier. Das ja. Ist auch so ein Cape wie Superman. Ja. Ja. Genau. Und übrigens, die Augen von Batman, die leuchten im Dunkeln, wenn ihr sie vorher anstrahlt. Ja. So habe ich das auf jeden Fall auf der Verpackung verstanden. Wir blenden es nochmal ein. Mhm. Da oben sieht man das. Mhm. So. Ja, also ich habe auch schon selber Sets, wo sowas ist. Und genau. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, hier, das hat er dann noch so einen Enterhaken. So, und jetzt nicht mehr so viel Zeit an Minifiguren verlieren. Wir gehen weiter. Vorher zeigen wir aber hier nochmal, dass ein Super Jumper dabei ist. Wir nehmen jetzt mal Superman, um das zu zeigen. Und wir lassen ihn hier jetzt mal von den Modular Buildings im Hintergrund springen. So. Ich nehme mal die Kamera. So, da steht er. Ups, und ist schon runtergefallen. So, lassen wir ihn noch da mal springen.
So, da ist er dann gesprungen. Hier ist er gelandet. Naja, halbwegs so. Hier, wir zeigen es nochmal so. Naja, eigentlich springen die besser, aber... Wir haben noch nicht so viel Übung da drin. Vielleicht werden wir es ja irgendwann gut. So, da ist er dann auch schon weggesprungen. Ja. Wenn man es richtig kann, macht er, glaube ich, sogar auch Saltos. Ja. So, aber jetzt nicht mehr so viel Zeit an die Minifiguren verlieren, wie gesagt, sondern mit dem Set weitermachen. Ja. So, wir haben übrigens hier für die Kanone von Batman auch nochmal hier drin. Kryptonit. Ersatzpatron. Echt? Ach, ja, stimmt. So, die zeigen wir nochmal. Und hier ist Kryptonit. Genau. Ja. So, die haben wir da drin. Da oben ist dann Kryptonit, genau. So, dann machen wir mit den Funktionen weiter. Ja. Wir können hier die Absperrung wegnehmen. Die kann dann so wegfliegen oder so. Ja. Hier. Ja, das ist sie. Dann können wir hier Batman hinsetzen. Und wenn wir dann hier drauf drücken, dann springt er so nach vorne. Ja. Dann haben wir hier cool. Diese Batman-Teil. Wenn wir dann drauf drücken, dann fliegt die so ein bisschen weg. Ja, hier ist auch noch so ein Sticker. Genau, ein... Was ist das? Computer, sagen wir jetzt mal. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe den Film Batman vs. Superman nicht geschaut. Ich auch nicht. Deswegen wissen wir es nicht. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja. So. Ja, also das waren dann, glaube ich, auch schon die Funktionen. Ja. Hier. Ja. Nochmal. Superman. Genau. Haben wir dann alles? Ja. So. Und jetzt noch die Bewertung. Ja. Ich gebe diesem Set 8 Punkte von 10. Weil es einfach, finde ich, schön ist. Vor allem, weil Batman und Superman dabei sind, was man ja selten hat. Ich glaube, das ist einmal. Und vor allem Nein, Batman ist ja so... Zweimal. Ja, aber Batman ist hier sehr besonders. Genau. Ich gebe dem Set auch 8 Punkte. Und ja. Das ist, was auch gut ist, es hat nur einen Aufkleber. Ja, nur einen einzigen. Das ist schon sehr schön. Für 14,99 € ist das Set ja dann auch erhältlich. Und ja. Ja. Dann, ich hoffe, ihr habt Blue gefunden oder findet ihn noch in den nächsten Videos. Ja. Und dann tschüss, bis zu den nächsten Reviews. Ja.